Vishnu-Granthi. Vishnu-Granthi ist der Knoten im Anahata-Chakra, um das Anahata-Chakra herum oder im Anahata-Chakra. Granthi heißt Knoten. Granthi heißt auch Blockade. Granthi ist auch das, was zwischen Abschnitten in einem Grashalm ist. Granthi ist also in der Sushumna im menschlichen Körper. Sushumna ist die feinstoffliche Wirbelsäule. In dieser feinstofflichen Wirbelsäule gibt es drei Hauptgrantis. Brahma-Granthi oberhalb vom Muladhara-Chakra steht für die Schwierigkeit von einem materiellen Bewusstsein, eine feinstofflichere Wahrnehmung, ein feineres Bewusstsein zu haben. Vishnu-Granthi um das Anahata-Chakra, also das Herzchakra herum, steht für die Schwierigkeit von einer Astralerfahrung zu einer Erfahrung jenseits des Egos zu kommen und letztlich von einer persönlichen Liebe zu einer uneigennützigen, allumfassenden Liebe zu kommen. Dann gibt es Rudra-Granthi um das Ajna-Chakra herum, steht für die Schwierigkeit von einer dualistischen Gotteserfahrung zu einer non-dualistischen Gotteserfahrung zu kommen, letztlich von einer Vision Gottes und Gefühl der Gegenwart Gottes zur vollkommenen Verschmelzung mit einem Göttlichen zu kommen. Vishnu-Granthi also im Anahata-Chakra. Letztlich, es gibt viele Techniken, um das Anahata-Chakra zu öffnen. Im Bhakti-Yoga spricht man insbesondere von Kirtan singen, also Mantra singen, von Ritualen, von Verneigen, von Dienen an Gott und alles als Aufgabe Gottes ansehen. Viele verschiedene Bhakti-Techniken gibt es, um sein Herz zu öffnen und so Vishnu-Granthi zu öffnen. Ist Vishnu-Granthi offen, spürst du reine Liebe. Solange Vishnu-Granthi da ist als Knoten, solange gibt es immer wieder Knoten in deiner Liebe und deinen Emotionen. Ich glaube, das trifft es durchaus gut. Also Vishnu-Granthi, der Knoten im Anahata-Chakra, Vishnu-Granthi, eine der Blockaden innerhalb der Sushumna.